Hallo und herzlich willkommen. Ich spreche auf meinem Kanal. Ich begrüße ihn recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 21 zu der Fantasy League, der Ice Hockey League hier in Österreich. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich habe es bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und es ist soweit, es ist Fantasy League Zeit. Der eine oder andere, der liebt es und der andere hasst es, aber der schaut es dann eh nicht. Wir haben ja letzte Saison, sind die Bulldogs ausgefallen. Dafür sind jetzt die Ironmänner dazugekommen. Ist die Eishockey-Mannschaft für das Burgenland, für Eisenstadt. Das war mir wichtig, dass hier eine eigens kreierte Mannschaft reinkommt. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, warum NHL 21? Weil ich nicht die ganzen Spieler neu machen kann, weil man einfach die Zeit dafür fehlt. Deswegen bleiben wir einfach bei 21. Du hast jetzt ein bisschen genervt, du, ist es aber nicht. Wir spielen in der Standardeinstellung. Ich wäre jetzt hier nur bei den Einstellungen, das mache ich mit Ding. Ich werde die Kämpfe aufgetragen. Ich werde nur hier die Kämpfe aufgetragen. Den Rest werde ich so lassen wie in der letzten Season. Also hier. Lernbare KIs von 4 auf 6, Benutzerstrategie, bla bla bla, alles Standard, okay? Und dann legen wir los. Ich liebe das Fantasy League. Ich habe im ersten Durchgang schon ein paar Spiele gehabt. Danach ist etwas passiert, mit dem, was keiner von uns gerechnet hat. Deswegen gibt es jetzt einen Bill Goldberg bei mir nicht mehr. Den habe ich aus der Mannschaft, du, und habe neue, es gibt andere Spieler auch nicht mehr, die wir aus dem Kader, du. Der Helly, ein guter Freund von mir, ist gestorben. Der ist jetzt hier bei mir im Team. Es ist mein Ausbildner von der Arbeit dazugekommen, der Axel, die Legende, ist in mein Kader dazugekommen. Mal schauen mal, wie es hier in dieser dritten Saison für die Hellriders in der Fantasy League ausgeht. Werden wir dieses Jahr Meister? Ja oder nein? Mal schauen wir mal. Erste Folge ist ja ein bisschen schwierig. Wir spielen zu Hause. Wir haben die kompletten Vorteile auf unserer Seite plus die geilsten Fans, die was gibt auf der Welt, in unseren Rücken. Und die Grazer haben die Tore auf ihrer Seiten. So, ich bin schon gespannt, wie es gegen die Ironmänner geht. Da habe ich, die ganzen Free Agents. Eine tut das ungefähr gleich. Ich habe sie sechs Jahre von der Gesamtzahl ein bisschen angepasst an die ganzen anderen Teams. Liebe Burgenländer, gell? Wenn sie es bei mir hier jetzt da in der Fantasy League zuschaust und sagst, hey Mann, warum spielst du dann nicht mit Eisenstadt, mit die Iron Männer, wenn du das schon gemacht hast, haut es bei PRT rein. Weil dann machen wir nämlich eine Season hier nur mit die Iron Männern. Ohne die Hellriders, ganz original, wie es bei NHL 21 war. Okay, da jetzt spiel am Bulli, wir müssen uns konzentrieren. Gewinnt das Bulli zum Maestro. Der Christian, der Stein. Verliert die. Wolf hat's wieder. Schuss, aber leider kein Tor. So, Bulli, Bulli, Bulli. Nein, ging man nicht, ging man nicht. Laucho. Maestro. Auftaktspiel will keiner verlieren. Vor allem nicht, wenn das Auftaktspiel zu Hause ist. Vielleicht sind die Trikots ein bisschen gleich. Ich wollte da orange Helme haben, weil das Logo nämlich auch einen orangen Helm hat.
So, Brandy. Ah, der Schwede wird auscheckt. Die Grazer kämpfend. Brandy, passen. Gaucho. Nix gewesen auszuspießen. So, der Raffi gewinnt das Bulli zum Peter. Raffi Hoden, wer macht das erste Tor der Season? Wer macht das erste Tor der Season? Es ist Angel! Erstes Tor der Season. Unser Sheriff, die Nummer 13, der Angel. Und drinnen ist das Ding. Aber meine lieben anderen Eishockey-Fans, ihr dürft natürlich auch, gell, im BIA-Team einschreiben, mit welcher Mannschaft, zu welcher Mannschaft das ist nächste Wähle gehen soll. Das ist ja ein Projekt für Ink, das ist ja ein Projekt für mich persönlich, weil das jeder Charakter ist hier jetzt fast real. Also der Angel ist mein absolut bester Freund. Der ist einmal real. Der Max im Tor ist real. Deswegen war es mir wichtig, einen Heli dazu zu bringen. Mit der Nummer 3 ist er hier bei mir am Start. Warum mit der Nummer 3? Weil es einfach der dritte ist. Den, was ich hier dazu hole, wo ich nicht gewusst habe, welche Nummer das ich ihm geben sollte. Ich meine, gut, mein Schwager hat die Nummer 2 gekriegt fürs Tor, kriegt der Helle die Nummer 3. So, Tomanzini, ein Abonnent von mir. Aus dem wunderschönen Südtirol. Und schießt das zweite Tor der Season. Die Nummer 87. Hervorragend. Da ist jetzt was schief gelaufen. Die Nummer 2 müsste normalerweise das sein. Da müssen wir nachher nur mal Trikotnummern ändern, schätze ich mal. Warum auch immer. Sonst komme ich mit meiner Planung durcheinander. Badora! Auch einer, der was mich zum Let's Play überredet hat, gell? Da, der Heli ist jetzt auf dem. Der Heli ist jetzt da gewesen. Ah, der hat die Nummer 10, hat sich nicht über Nummer mit den Ändern. Okay, passt. Dann kriegt er halt die Nummer 10, der Heli. Auch. Gut. Ich will nicht die haben die Nummer 3 geben. Da war es die Nummer 10. So, mein Bruder. Rock. Komm schon, komm schon. 2:0 im ersten Drittel. Ah, die Drittellänge muss ich nur ändern. Das ist das, was ich nur ändern wollte. Genau, das ist was nur. Ja, aber jetzt 4 oder 3 Minuten ist ja wurscht. So, Heli. Ja. Noch ein bisschen unbeholfen auch Mais, aber macht nichts.
Ah, die Nummer 2. Ja, ich weiß schon, warum das ist die Nummer. Die Nummer 2 ist. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Reihen Aufstellung. Hier ist jetzt die Nummer 27, der Axel. Die Legende. Ist der Platti, ist eh jeden Eishockey-Fan bekannt. Tomanzini. Zum Beispiel mein Vater. Nur so, dass ihr mal seht. Reale, fast reale Menschen sind da die Vorbilder für die Charaktere. So, auf geht's. Concentration HP. Bulli gewonnen. Stein. Der Maestro, der Kruki und der Stein, das dynamische Duo. Und da gibt's schon den ersten Kampf. Brandy. Wer gewinnt den ersten Kampf? Wird vom Schiedsrichter abgebrochen. Was ist denn das für eine Schweinerei? Der Schwede lässt den Schweden kämpfen. Sorry, Hermann. Du hast. Ich habe jetzt dazu gefreut, den man nicht hat. Den Grazer, den packen wir jetzt. Den ersten Kampf der Season, den gewinnen wir. So, Pico. Der Peter. Wird aber Abroller vom HP. So, und dann geht's da um und dann. Nein. Es bleibt bei 2 zu 0. Es bleibt bei 2 zu 0. Mulze. Schaut brutal aus mit dem grünen Schild und den orangen. Jawohl, jawohl, der Erik, der Mann aus Berlin. Dritte Saison schon bei den Hellriders. Der Kruki, der Peter. Und kriegt das Tor, aber wer kriegt das Tor? Der Holzer hat es nur. Beim Holzer ist er nur gestraft und der Holzer hat das erste Tor der Saison hier. Ist denn das zum Glauben? Der Peter schießt und der Holzer holt sich das Tor. Man sieht es da noch einmal. Ah, okay. Er hat den Schläger zwischendrin gehabt, nur. Das war ein Zusammenspiel zwischen Peter und dann Stefan Holzer. Hervorragend. Der Hofrat, der Andi ist die Nummer 2, genau bei mir. Der Hofrat. Der Andi. So, Peter. Natürlich ist da, so wie der Andi auch heiß, zweites Mal Meister zu werden. Wir sind heiß auf dreimal Meister werden. So. Der Mann der Stunde, der was das erste Tor geschossen hat. Der Season bei uns im Team. Der Hofrat, der Andi. So, jetzt hat der Axel, die Legende. Der Legendary Blattmann. Gut gespielt. Und Bloody schießt das Tor für die Hellrider. Jacek feuert an.
Acer Medical Grouts 99ers. Both in a change, number 31, replaced by number 81. So, jetzt. Ich bin ja gespannt. Wann schießt der Axel, wann schießt der Heli sein erstes Tor? So. Der Heli hat ihn. Schnell wie der Wind. So, Heli, mach's. Mach das Tor. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich sitze wie ein Engel auf deiner Schulter und beschütze dich. Und jawohl! Das erste Tor vom Heli. Und 5:0 für die Hellriders aus Tirol. Zack und zieh du. Und drin ist er im Kasten, der Grazer. So, Rock. Bado. Heli. Also mit dem ist rechnen, dass es da hundertprozentig eine vierte Saison gibt mit den Hellriders, weil mir taugt das. Das ist etwas, das ist eins von meinen absoluten Lieblingsprojekten. Ja, wenn es jetzt auf NHL 21 nur eingestellt ist, aber das ist mein absolutes Lieblingsprojekt. Da weiß ich nämlich die Spieler. Ich habe andere Lieblingsprojekte auch, aber das ist mein absolutes. Das ist mein Baby, ist das. Meine Freunde, meine sind hier dabei, das. Jetzt wisst ihr, was ich meine. So, jetzt hat 87 die Tomanzini und so einen gewaltigen Start hinlegen. Hofrat, na, schießt da vorbei, hat aber die Scheibe wieder. Blattmann, so, Axel. Verzögerung, Strafe gegen die Grazer. Ich war generell so für Fantasy League zusammengestellt mit den Mannschaften aus Europa und Amerika. So World League. Das war's halt. Man müsste da so Mannschaften, man müsste sich mal damit beschäftigen und so Mannschaften finden, die wo so mit der Gesamtwertung zusammenpassen. So, jetzt halt auf geht's. Letztes gefährliches und entscheidendes Drittel, meine lieben Sportsfreunde und drinnen. So, der Raffi am Bulli. Verliert leider das Bulli. Der Hofrat. Andi.
knapp. Das Bulli war knapp. Aber der Maxi hebt. Der Maxi hebt das Adlerauge. Der Hofrat, der Andi. Und hiermit schießt der Raffi sein erstes Tor im ersten Spiel an Anfang der Saison. Er ist heiß, der Raphael ist heiß. Ich sag's euch, der hat mir vor der Saison gesagt, ich will dreimal in Folge österreichischer Meister werden. Und ich will jetzt spielen, dass du bei Bier Team zu Calgary gehst. Also wer Fan so wie ich vom Raffi ist, der unterstützt seinen Antrag. Es gibt natürlich andere Anträge auch noch. Vom Marvin TV Düsseldorf, vom Adrian Ingolstadt. Deswegen, liebe Burgenländer-Fans, wenn du sagst, wir wollen da komplett die Saison mit den Eisenmänner sehen, HB, du wechselst zu den Eisenmänner, dann machen wir das hier mit NHL 21 natürlich. Das ist doch kein Problem, oder wenn es eine andere Mannschaft wollt, die was nur im 21er gibt, dann wechseln wir auch natürlich in die Mannschaft. Das ist doch bei Bia Team gar kein Problem, würde ich sagen. So, Pico, 6:0 und das in der Standardausführung. Aber die Drittelzeit wäre ich auch dran. Die Drittelzeit wäre ich wirklich auf 3 Wochen dran. Weil sonst wären die Matches zu lang. So, der Erik schafft das erste Tor der Season. Er schafft das erste Tor der Season. Erik Berg, der Mann aus Berlin, dritte Saison schon bei den Hellriders. Von den Eisbären nach Tirol wechselt. Warum? Weil wir einfach die geilste Mannschaft hier in der Fantasy League sind. So, 8, ja. Was 8? Der Holze. Diese Nummer 8. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich von mir selber am Faden verloren. Weil ich über mich selber lachen habe müssen. So, jetzt hat Tomanzini. Jetzt hat. Ein Feigling läuft da vor. Den zweiten Kampf der Saison wird auch abgebrochen. Vier gegen vier. Er ist der Sheriff. Hier in der Arena of Hell. Er muss für Ordnung, er sorgt für Ordnung, unser Angel Dust. Mir fällt gerade auf, dass der NHL Joe, der Joe huckt aus den. Unser Nummer 21. Den haben wir auf Trainingslager geschickt. Ja, ein bisschen. Auch wenn man viele Spieler hat, die was man präsentieren möchte. Aber vielleicht ist er noch nicht da auf dem Trainingslager. Das kann es auch haben. Der Joe.
Einmal mit dem Chefcoach Brock reden, wo hat er den hingeschickt? Oder wo ist der Eichsel? Ich glaube, der Eichsel hat ihn auf Trainingslager geschickt. Unser Nesthäkchen, der Joe. So, 50 Sekunden noch, zu früh, Raffi, zu früh. Ah, heute halt mal ein Shootout, nee, der Max hat nicht aufgepasst. Aber macht nichts. 6 zu 1. Graz darf der Ort mitnehmen. Das wisst ihr ja meine Einstellung. Rivalität nur im Stadion. Und das ist mein Stadion. Da hat er ein wenig verschlafen. 7 zu 1. Nicht 6 zu 1. 7 zu 1. Auftaktspiel ist einmal kurz gewesen. Bis jetzt haben wir mal ein gutes Auftaktspiel. Ich hoffe auf mehr. So, der Maestro. Hier. Aber schafft das Tor nicht. Diesen Sieg Kuhns keiner mehr nehmen in der regulären Zeit. Auch 43 ist noch zum Spiel. Und der Stein schießt es 8 zu 1. Die Hellriders demonstrieren, wer definitiv hier der Chef ist in der Fantasy League. Der Maestro Hoden. Na. Hat der Max. Halten. Halten, wenn du nur mal werden Adlerauge nichts entgeht. Wo ich geht einem schon mal so nicht. Max, ich hab dir ein bisschen zu früh gelobt. Ja, aber check, ich denke mal so. Ich glaube, der Maxi war schon mit der Kabine aus dem beim Feiern. Mit dem Kopf. Der Kopf war schon aus, aber der Körper war noch vom Maxi da. Macht nichts. Wir haben immerhin 8 Tore, 2 Gegentore. Das katapultiert uns in der Liga natürlich nach oben.
So. Blattmann. Gast. Tabela. Der Excel. Der Dust. Excel. Nein. Der Oberlandler zaubert einmal nicht. So, und wir gewinnen das erste Spiel mit 8 zu 2 mit der Originaleinstellung in dem Sportsfreunde, gell? Nicht vergessen, die Originaleinstellung. Schauen wir mal. Der Holzei ist der Star Nummer 3 mit einem Tor, einem Assist. Der Star Nummer 2 ist der Max, unser Goalie. Und der Peter mit 4 Assist. Ist der Star Nummer 1. Das heißt, wir haben 3 Stars, wir haben ein Tor und wir haben 4 Assists. Und somit müssen wir jetzt mit diesen Punkten Erster in der Fantasy League sein. Schauen wir uns das gleich an. Topstorger ist der Peter. Gibt es einmal schnell einen Moment. Ich wisst ja, die wollen mich schon lange verfolgen. Ich schreibe ja immer mit, damit ich also Informationen habe. So. Der Topstorger ist der Peter mit der Nummer 51. Und wir haben jetzt. Wir sind nicht einmal Erster in der Liga, wir sind Dritter. Achso, weil wir haben erst das erste Spiel gehabt. Wir haben erst das erste Spiel gehabt. Wir haben jetzt den ersten Spieltag. Wien ist auf dem ersten Platz, Bozen ist auf dem zweiten Platz. Warum? Weil sie ja 2 Spieltage haben und deswegen auch mehr Punkte. Wir haben nach dem ersten Spieltag 3 Punkte und sind von dir, die was die ersten Spieltage haben, auf Position 3. Mit 3 Points. Hervorragend. Danach kommen die Innsbrucker, dann kommt Linz, dann kommen die Ironmen auf 6, haben auch ihr erstes Spiel gewonnen. Die haben schon 3 Spiele gehabt. Ah, die haben schon 2 Spiele gehabt, haben eins gewonnen, eins verloren. So mal ist so, jetzt habe ich mich erst mal orientieren müssen. Dann kommt der AV 19, dann kommt der VSV. Die. Na, sag's gleich. Die Villacher? Villacher, Feldner. Der VSV. Jetzt machst du mir vorher jetzt noch mehr ein. So, dann kommt der KAC aus Klagenfurt. Dann kommen die Grazer auf der 10 daher. Haben 2 Niederlagen. Salzburg hat auf dem Platz 11 Platz gefunden, weil sie auch 2 Niederlagen haben. Das war's. 11 Plätze sind es gerade. Hier. Jetzt habe ich mir gerade gedacht, warum geht es jetzt weiter? Dabei ist es ja, es ist ja erst bei 22 sind es erst mehr Teams geworden. Okay, passt gut. So. Das war's für den ersten Spieltag, meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Nächster Spieltag übermorgen geht gegen Innsbruck. Also ein Derby. Ein Derby. Und dies auswärts. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wie gesagt,
Für Bier Team ist darf es auch aus NHL 21 auswählen, nur nicht Teams mit denen, wo sie schon mal ein Let's Play gemacht haben. Sprich, in meinem Fall jetzt hier die Hellriders. Oder gegen die Gegner, was wir das nächste spielen, Innsbruck. Weil da habe ich auch schon ein Let's Play gemacht. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass wenn es hier aus der Fantasy League da mit den Hellriders weitergeht, nichts mehr Neues versäumt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust. Vergesst mal meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben Sportsfreunde, die ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.